Herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Hoffentlich dieses Mal mit ein bisschen mehr Motivation. Was ist hier passiert? Das wüsste ich auch gerne. Jacob, ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Das klingt nicht gut. Ein Rangabzeichen eines Militärs. Ja, was hier nicht alles überall rumliegt, das ist sehr erstaunlich. Erinnert so ein bisschen an Zelda, von dem, was man so einsammeln kann. Was geht jetzt ab? Okay, da hat die Kälte wahrscheinlich nicht überlebt. Ne, eigentlich würde ich schon gerne wieder zu meinem Pfeil wechseln. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Gehen wir! Da drüben kommt er raus! Okay, das ist mal wieder sehr brenzlig hier. Helikopter haben wir schon lange nicht mehr gesehen seit Uncharted 2 oder 3 oder 4 oder 5. Nee. Okay, jetzt haben wir die Aufgabe, das eisige Wasser zu überleben. Es gibt durchaus leichtere Aufgaben. Ja, gib mir doch wenigstens die Chance, da rauszukommen. Ja gut, ich sehe da oben das Licht. Und ich drücke wie verrückt auf die Kreistaste. Ganz toll. Hätte ich mir bessere Aufgaben ausgedacht. Vor allem mit den Klamotten ist man einfach nur am Arsch. Und gleich friert wieder alles zu. Das ist immer noch das Beste. Also, dass die gute Frau keine Erkältung einholt, ist erstaunlich. Der hat wahrscheinlich ziemlich viel Actimel getrunken. Die können so oft schießen, wie sie wollen, sie treffen uns nicht. Okay, vielleicht wir rennen etwas besser. Wenn wir natürlich darauf achten müssen zu springen, und es explodiert mal wieder einiges. Egal ob es hier eisig ist oder nicht, es sind Explosionen. Okay, ich habe eigentlich gedacht, dass wir uns an der Wand erstmal stützen müssen, doch nee, so geht das halt auch. Oder auch nicht. Skyfall oder was? Dad? Ist alles in Ordnung? Dad? Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in den Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Na also. Sie, das habe ich nicht.
Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit Ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden Sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg? Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Also eins muss ich auch schon sagen, von der Story her gefällt mir das bisher viel besser als der erste Teil. Also das ist schon mal ein Vorteil. Achso, okay. Jacob, sind Sie da? Verdammt, wo ist er? Gut, können wir hier vielleicht irgendwie was machen? Ich weiß ja nicht. Wir haben ja gerade wieder das Aufblitzen von irgendeiner optionalen Mission. Aber ob ich die mache, das ist die andere Frage. Wieder ab. Okay, so viel dazu. Nicht schießen. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Weiß nicht, wie kann ich eigentlich hier diese Federn aufsammeln? Kann man das jemand erklären? Wie gesagt, ich will erstmal in der Story vorankommen, wenn sie schon so interessant ist. Ich will nämlich das Let's Play noch in diesem Jahr beenden. Da darf man dementsprechend keine Zeit mit solchen kleineren Sachen hier vergeuden.
Auch wenn es natürlich interessant ist, also versteht mich nicht falsch, für so einen Private Run ist vielleicht interessant, aber so eher nicht. Zumal würde ich das Spiel auf der Xbox spielen, hätte ich dieses Ding jetzt nicht. Das ist nämlich, glaube ich, ein DLC oder so. Den halt die PlayStation-Spieler umsonst bekommen haben. So viel dazu. Okay, wir haben es fast eigentlich mit dem nächsten Achievement Point. Kriege ich dafür jetzt wieder irgendwas, weil ich bräuchte nur noch so wenig fürs nächste Level. Lara, geht's Ihnen gut? Ja, ich bin am Fuß des alten Sowjetwerks. Ich bin auf dem Weg zum Mineneingang im oberen Teil der Anlage. Können wir uns dort treffen? Ich bin unterwegs. Muss aber trotzdem mal schauen, vielleicht gibt's ja irgendwas. Vielleicht gibt's irgendwas, das mich interessiert. Also geht doch. Warum nicht? Ja, das war jetzt eher weniger glücklich. Aber es reicht allemal, um da nach oben zu kommen. Oh Mist, das habe ich vollkommen übersehen. Kann ich auch wieder zurück? Ach, optionales Herausforderungsgrab. Dann lasse ich mich halt wieder fallen. Wobei, gibt es da drin vielleicht irgendwas Interessantes? Ja, nicht. Hier hätte ich das so gemacht, dass man das aufbrechen könnte, diesen Spind, aber wenn das Spiel es nicht will, dann möchte das Spiel es nicht. Ja gut, warum nicht? Achso, fehlende Ausrüstung. Okay, wir können es wieder lassen. Das ist auch, was ich beispielsweise bei Assassin's Creed 3 so unmotivierend finde, und zwar wirklich alles Mögliche zu machen. Aber hier ist wenigstens einiges besser. Weil ich finde, das Spiel ist vom Artstyle oder vom Production Design ja recht ähnlich zu Assassin's Creed 3. Auch wenn mir da jetzt manche nicht zustimmen mögen, aber so vom Eisigen her. Von der Eigenschaft, die dieses Spiel halt nun mal hat, als Action-Adventure im Eis. Käfige. Sind sie Tiere? Wir machen uns bereit. Interessant, wie viele Leute davon diese Geräte benutzen. Ein Molotow-Cocktail oder was? Hier also sind die Sowjets durchgebrochen. Ja, der erste Kontakt war in einem der Schächte und es wurde alles auf die Berge. Okay. Aber es kam wohl innerhalb einer Woche zur Revolte. Die Arbeiter hatten genug, was? Du hast dich hier umgesehen, oder? Davon kann man ausgehen, also. Achtung, Angriff! Durchsucht das Gebiet! Eindringling! Sehr gut. Ich würde schon so erledigen. Ja, manchmal geht's halt nicht anders. Schade, dass man diese Molotow-Cocktails nicht in seinem Rucksack aufheben kann. Wozu hat man denn für einen verfluchten Rucksack?
Okay, brennbare Barriere. Dann... Warum nicht? Wobei, Swarm hat es auf jeden Fall auch richtig gemacht. Aber ob es da lang geht, das ist die andere Frage. Der Held der Sowjetunion. Ein toller Orden. Okay, aber ansonsten war es das auch schon wieder, oder was? Ja, so, wobei doch nicht. So, man kann ja auf jeden Fall eine Verbindung herstellen, ich weiß noch nicht wohin. Dahin wäre cool. Naja, ich würde mal sagen, Leute, für die... Wobei, da hinten. Ja, da. Das machen wir noch geschwind. Ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Halle, die Unstaffel. Denkt daran, Freundschaft ist Magie.